Hallihallo, hier ist Herr Gusor mit einem nicht so schönen Thema. Geht darum, ja, klar und gnadenlos. Top 1 Deutschland hat leider, ja, sehr, sehr harten Verlust hinzunehmen. Der José aus dem Clan Gnadenlos ist gestorben. Der hatte einen Herzinfarkt. Ich habe mich mit Heiko aus dem Clan auseinandergesetzt, habe mich mit dem telefonisch in Verbindung gesetzt und der hat das bestätigt. Und ich dachte mir auch, gut, okay, wie kann man da jetzt irgendwie was machen? Klar kann man natürlich seine Flagge ändern beim Clan, das haben wir gemacht auf Schwarz. Und ich dachte mir aber auch, wie können wir ihm irgendwie helfen? Beziehungsweise ihm kann man in dem Fall natürlich leider nicht mehr helfen, aber seiner Familie. Und ich habe für mich den Entschluss gefasst, ich werde was Geld spenden, aber habe dann auch gedacht, naja, ist es denn gewünscht? Und habe dann das Video von Heiko selber gesehen. Das verlinke ich euch auch nochmal. Unten in der Beschreibung sind auch PayPal-Link und auch Link, um überhaupt seine, ja, die Bankdaten zu bekommen, wenn jemand auch was spenden möchte. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt sagt, oh gut, okay, jetzt muss ich hier irgendwie 100 Euro spenden oder sowas. Selbst wenn es nur ein paar Euro sind, ist das vollkommen in Ordnung und es kommt dort auch an. Wie gesagt, ich habe die Daten direkt von ihm, also ich weiß, dass das dann auch ankommt. Ja, wie gesagt, wenn ihr das mitmachen möchtet, weil ich sage jetzt mal zum Beispiel so eine Sache, Grabstein. Alleine, es hört sich doof an, sage ich jetzt mal, aber wirklich, so ein Grabstein ist halt wirklich teuer. Und auch so eine Trauerfeier ist halt Geld, was da irgendwo da ist. Ich kannte José absolut gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinerlei Beziehung zu ihm, aber ich dachte mir halt wirklich, ja, wie kann man helfen und wie kann man der Familie dann helfen? Und wie gesagt, das ist einfach wirklich der Weg, den ich gehen möchte, wenn jemand sagen will, okay, komm. Ich helfe mit, wie gesagt, gerne. Weitere Infos sind in der Beschreibung drin. Und ja, wie gesagt, an die Familie, an die Angehörigen von mir auch nochmal, ja, mein herzliches Beileid, weil so eine Sache ist immer so, wenn ein einzelstehender Mensch stirbt, ist das schon natürlich eine richtig, richtig schlimme Sache. Aber wenn man dann sogar noch Familie hat, also sprich, man hat eine Frau, ich glaube sogar ein Kind, dann ist das halt echt eine richtig schlimme, schlimme Sache. Und von daher, wie gesagt, wenn ihr da mitspenden möchtet, alle Sachen unten in den Kommentaren. Das war's dazu. Ich will da auch nicht irgendwie groß Gewesere drum machen. Ich möchte nicht, dass das Video tausendmal geteilt von anderen wird oder sowas, weil da sagt der Heiko, das möchten sie grundsätzlich nicht. Also wirklich nicht irgendwie Eigenwerbung oder sowas, sondern wirklich, wer spenden möchte, darf das gerne tun. Und dann ist das in Ordnung. Und dann wisst ihr eben auch, warum bei uns die Flagge auf Schwarz ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann. Ja, wie gesagt, mein Beileid an die Angehörigen von José. Das war's von mir. Bis dann. Tschüss.